Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin Marcel von EarGames und wir spielen weiter Resident Evil Village. Ja, nachdem wir die eine Schwester von Lady Dimescu, heißt sie, glaube ich, ne? Ja, platt gemacht haben. Sekunde. So. Wir können jetzt hier, wir haben jetzt einen Dietrich gefunden. Eine Engelsstatue. Okay. So, was ich nur jetzt machen möchte, ich möchte gerne noch einmal in den Keller reingehen. Denn wir haben da, glaube ich, noch nicht alles wirklich gelootet. So, hier gucken wir nochmal. Schon wieder wurde er in den Keller geschickt. Dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was einen da unten erwartet. Man kommt nie wieder heraus. Sie bluten einen aus und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr sehen. Sie war nur Haut und Knochen. Okay, also im Keller ist es halt nicht so cool. Zumindest mal nicht in diesem Schloss. Okay, hier ist nix. So, gehen wir nochmal zurück. Hier haben wir die eine Schwester gekillt. So, ich möchte jetzt nochmal gerne meine Waffen mal hier abchecken. Also wir haben hier auf jeden Fall keine Munition. Hier haben wir ein bisschen Munition. Hier haben wir eine Mine. Okay, das würde ich gerne nochmal hier ein wenig umstellen. Und zwar die Pistole. Die würde ich mir gerne mal hier drauflegen. Dann haben wir hier eine Rohrbombe. Die Rohrbombe machen wir mal da oben drauf. Okay. Das sieht ein bisschen schicker aus. So. Dann untersuchen wir nochmal den Keller. Ganz genau. Ich glaube, wir haben da noch einiges vergessen. Hä? Wo geht man in den Keller? Kommen wir da nicht mehr hin? Ach da, da ist der Eingang. Okay. So, schau mal her. Schon mal eine Kiste? Die hatten wir ja ganz vergessen. So, gibt es ja eigentlich so einen Plan von diesem Keller? Das ist ja echt hier. Wir waren da, da, okay. Das heißt, das kann man hier. Schmiedeisener Schlüssel, okay. Bin ja gespannt, ob die ganzen Viecher noch hier unterwegs sind. Okay. Huch. Okay, da gehen wir jetzt zu den Zellen. So, hier. Bräuchten wir einen Schlüssel? Haben wir aber nicht. Daher würde ich sagen, gehen wir nach unten. Okay, die sind nicht so cool. Nicht so wirklich cool. Ist der platt? Nach einem Schuss ist der platt? WTF. Okay. Eine Halskette. Oh, schick. So, das nehmen wir mal mit. Das können wir schön verkaufen.
So, was sagt denn Gesundheit? Ja, Gesundheit geht noch. Kommen wir das da durch? Nee. Ich glaube, die kriechen da irgendwie durch. Kann das sein? So, hier haben wir eine Kiste. Das war wirklich Hektik vorhin. Also. Wo bin ich denn hier? Das ist echt hier so verzweigt. Ich habe überhaupt keinen Plan. Leute, ich habe gar keinen Plan, wo ich gerade bin. Ist aber egal. Wir machen es irgendwie. So, da ist noch eine Kiste. So haben wir hier was. Kann man durch alle Zellen irgendwie durchgehen? Was? So, jetzt gehen wir in den anderen Zellenblock. Wow. Okay, da hängt einfach nur was. Hallo? Ich will hier raus. Hallo? So, gehen wir mal da lang. Oh, hier ist auch noch mal was. Ach so, das waren einfach nur irgendwelche Notizen. Ehrlich, jetzt bin ich völlig lost hier. Also ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ja, auf der Karte kann man immer schön gucken. So, von hier aus kamen wir, glaube ich, ne? Genau. Okay. Ja gut, so richtig mehr ist ja nicht mehr, glaube ich. So. Das war dieser Zettel. Okay, hier kommen wir wieder sozusagen hier raus. Okay, das war hier, glaube ich. Dann müssen wir. Nee, 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 nee. Ich muss einmal da und hier durchgehen. Zack, zack, zack und zack. Okay. Gut, hier haben wir alles mal schon mal angeschaut. Hier ist gar nichts mehr. So. Also können wir jetzt mal weitergehen. So, checken wir mal ab. Okay, mit dem Bein kriege ich hier wahrscheinlich nichts auf.
So, jetzt sind wir wieder in der Halle. So, in der Haupthalle. So, hier haben wir vier Engelsbüsten. Kann das sein? Irgendein Engel habe ich ja schon, oder? Ein Weinereis, das macht ja gar keinen Sinn, glaube ich. So, wo wollen wir jetzt hin? So, hier kann man Dietrich benutzen. Kugellabyrinth. Das können wir uns mal anschauen. Haha, so sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos umsehen, brauchst du irgendwas? Soll ich etwas für dich auswählen? Nö. So, was kann ich hier denn Schönes geben? Also, ich kann. Die Dinger braucht man ja nicht, oder? So. Ach so, oh nein, oh nein. Erste Hilfe. Eine Kette aus hier. So, Schädel kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen, das kann ich, Weinglas. So, das wollen wir natürlich nicht verkaufen, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, okay. Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Na, was hast du denn neues Schickes hier? Was ist denn das? So ein Koffer, ne? Da können wir hier Inventarplätze. Wobei, erstmal brauche ich die, glaube ich, nicht. Was natürlich cool wäre, jetzt mal ein bisschen Upgrades hier zu machen. So, von der Pistole wäre natürlich geil, eine Feuerkraft zu machen. Was? Ah, schon gut, das war's. Okay. Ich glaube, hier Nachladegeschwindigkeit wäre wirklich gut. Moment bitte. Die Feuerkraft, ah, ich weiß nicht. Feuerkraft ist eigentlich schon ganz gut. Überlass das mir. So, und dann können wir uns mal ein paar Flintenmunition. Wie viel ist denn das? Drei Stück? Ernsthaft? Herstellung. Vielen Dank für deinen Einkauf. Flintenmunition. Ach so, da kann ich noch Flintenmunition kaufen. Ja, gut, Sieh ehrlich. es als Investition, Ethan. Danke für deine Treue. So, da muss man irgendwas reintun, aber. Irgendeine Kugel wahrscheinlich. So, wo kriegen wir die Kugel her? Also, okay, cool. Hier können wir mal safen schon mal. Okay, also im Kugelraum ist der Safe Room. Steht das da auch? Kaufmann. Kugel ab. Okay. So,
private Gemächer. Das heißt, wir müssten... Müssen wir dann nach oben? Ne, wir müssen aber hier durch. Ja, aber hier waren wir schon. Okay, das kann man theoretisch ziehen, oder? Nee, nee, also hier waren wir schon. Das macht ja gar keinen Sinn. So, wie komme ich hier raus? Ist hier noch was? Okay. So, wir gehen hier einmal raus. Und dann gehen wir nach oben. Da, wo wir letztes Mal von der einen Schwester gejagt wurden. Weinzimmer. Ah. Okay, ein Weinzimmer. Wir haben eine Weinflasche gefunden. Okay. So, noch mehr Wein oder was? Oh, Schießpulver, okay. Und ein Schlüssel. Hofschlüssel, okay. So, ich frage mich jetzt gerade. Wir haben ja noch, wir haben noch ein Objekt hier gehabt. Sekunde, also. Guck mal her. Ein bisschen Crafting betreiben. Okay, das kann man nicht mehr machen. Okay, cool. So, ein Hofschlüssel haben wir bekommen. So, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal nochmal hier. Bisschen durch die Gänge. Ey, das passt hier natürlich nicht rein. Ankleidezimmer. Oh. Genau, hier sind wir ja durchgelaufen. Hier ist ja auch gar nichts. So, hier würden wir nach unten kommen wieder. Okay, das macht ja gerade überhaupt keinen Sinn. So, wir müssen mal schauen. Wo passt dieser Schlüssel denn rein? Kaufmann? Hm. Hofschlüssel. Okay, also müssen wir nach unten. Einmal in die Haupthalle. Einmal durch. Und ins Speisezimmer. Okay. So, dann hoffen wir mal, dass wir nicht gleich hier wieder besucht werden. Weil auf irgendeine dämliche Jagd habe ich jetzt gerade nicht so wirklich viel Lust. So, müssen wir dahin? Ja. Soll ich dich rumführen?
Nein. So. Ich muss gleich hier rein. Haben wir einen Safe Room? Was willst du denn, Kollege? Also am besten immer in den Safe Room reinlaufen. Dann wird auch nichts passieren. Nun sind wir im Hof, alles klar. Okay, ohne Schlüssel kommen wir da nicht rein. Was ist das für eine große Tür hier, Alter? Okay. Okay, wo sind wir? Wo sind wir? Innenhof. Okay. Ehrlich, da jetzt wirklich hochzulatschen, wäre natürlich... Eigentlich ist das ja dumm, oder? Eigentlich, was Dümmeres kann man ja wirklich nicht machen. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Ja, guck mal. So. So, okay, wir sind irgendwo hier oben. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Okay, die hat offensichtlich rausgefunden, dass ihre Tochter leider ein bisschen tot ist. Unterirdische Gänge. Ah, okay, das sind die Gemächer hier. Gut, das heißt, Lady Dimitrescus Gemächer. Okay. Ist das eine Badewanne hier? Lecker, lecker schwarze Badewanne. So. Ist denn hier mal was irgendwie... Jetzt nicht weiter. Ich verstehe es gerade nicht. Ah, das ist das Badehaus. Badehaus-Statuen. Okay, muss man mit den Statuen was machen. Okay. Alles klar. Ich verstehe.
Nein, was? Okay, knapp daneben. So, hier müssen wir anscheinend irgendwas wirklich machen. Müssen die irgendwie drehen. Die Frage ist, wohin? Okay, der hat irgendwie ein Fernrohr. Okay, der wird wahrscheinlich mit dem Fernrohr. So, die gibt Wein. Okay. Kann das sein, dass sie einfach mal alle... Okay. So, ich muss mal überlegen. Also, hier haben wir ein Bild. Ein Schloss und Feuer oder sowas. Die Frauen sind blind wie die erwachsenen Männer. Werden die Armee. Achso, ne, werden die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Sodass schon bald der Wein fließen möge. Also, Frauen sind blind für die erwachsenen Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Okay. Okay, also irgendwie müssten die sich wohl alle Hallo, ich will nicht drehen. So, der hat Wein. Das ist kein Fernglas, das ist einfach mal Wein. Okay. Der Wein wird dort überreicht. Ja, muss man eigentlich wirklich nur... Der Wein wird überreicht an die Frau. Das macht ja schon Sinn. Okay. Die Frauen sind blind für die erwachsenen Männer. Werden die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit. So, die Früchte werden überreicht. Ich verstehe gerade diesen Kollegen hier nicht. Na komm. Okay, das macht keinen Sinn. Also das macht wirklich gerade keinen Sinn. Okay. Also die Bälle haben noch nichts zu tun, aber der Spruch, den verstehe ich einfach nicht. Also, sodass schon bald der Wein fließen möge. Okay. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Okay. Die Frauen sind blind für die erwachsenen Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen.
Arm. Genau. Die geben das dem hier. Die drehen sich nach da. Der dreht sich nach da. Und sie müsste sich normalerweise jetzt zu der Frau drehen. Und die müsste das empfangen. Wenn ich das richtig verstehe. Ja. So war das nämlich. Also die Armen geben das dem Herrn. Ja, der Herr gibt das dann weiter an die Frau. Und die Frau hat das quasi das, ja, die Weinflasche. Okay, Freunde. Bevor wir da reingehen, machen wir eine kurze Pause. In der nächsten Episode geht es dann weiter. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst gerne ein Abo, ein Like und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.